So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet und guckt euch dieses Paket an, das kann nur eins heißen. Hannes hat wieder was geschickt. Er packt das nämlich immer in diese super Benjamin Blümchen Pakete ein. Das ist diesmal ein kleines, sonst macht er immer diese Riesenpakete. Das ist ein kleines Paket und guck dir den mal an. Wie er hier die Nase hält, oh, ist das nicht süß, ja? Guck mal, der Junge, der lacht sich auch komplett schlapp und der Elefant, der hat schon wieder eingekackt. Also richtig brutal. Da ist noch ein Pam-Pam zu sehen. Wir möchten das jetzt aber aufmachen. Ein was weiß ich schon, eigentlich weiß ich alles, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil der Hannes gesagt hat, guck mal, das schicke ich dir mal. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was es war. Da steht Vorsicht Glas. Ich glaube, das war was zu trinken, ja. Ihr wisst, es ist wichtig, im Sommer ist es warm, man muss was trinken. Also braucht man Zuschauer, die ein Getränk schicken, eisgekühlt natürlich. Hallo Adi Schatz. Adi Schatz, guck mal. Guck mal, da ist sogar am Rand noch zugeklebt hier. Ach, ist das super. Denn doppelt hält besser. Bibi, Nase, Bibi. So, jetzt ist es auf. Wir haben hier schönes Zeitungspapier. Das machen wir jetzt auch mal auf. Legen das hier auf die Katze. Und noch mehr auf die Katze, damit die Katze sich richtig wohlfühlt. So, wenn die Katze sich am wohlsten fühlt, dann soll man aufhören. Aber da geht noch was, wie ich sehe. Wir haben hier zwei Dosen erstmal. Wir nehmen das mal so raus. Wir stellen das mal hier hin. Hier haben wir eine Dose. Und zwar ist das eine Dose D-Max Bier. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Habt ihr das schon gesehen? Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall eine Folge Ramses Kitchen draus machen. Das D-Max Bier. Abenteuer ist dein Bier. Alaska Black Schwarzbier. Seht ihr dieses Schiff? Das ist hier, es reflektiert vom Fenster aus. Das wäre anders nochmal besser. Alaska Black Bier Zutaten 4,9%. Ein D-Max Bier alleine reicht aber nicht. Da ist noch ein zweites D-Max Bier drin. Ne? Und zwar hier. Das sieht nochmal ganz anders aus. Denn das hat nur 4,8. Abenteuer ist ein Bier. D-Max. Offroad Hell. Helles Lager. Alaska Black und Offroad Hell. Ist das nicht genial? Ein Schiff und ein Offroader. Mir würde das hier besser gefallen. Ihr wisst, im Wasser, der Ramses, der stirbt. Und deswegen lieber hier durchs Gelände cruisen, anstatt auf rauer See zugrunde gehen. Sind auch beide oben sehr vergoldet. Sieht richtig genial aus. Ich glaube, das sind Dosen, die musst du wirklich aufheben. Man musst sie ins Regal stellen. Und dann haben wir hier noch einen Brief dabei. Das ist, da steht ein Text drauf, guck, das ist das Geld für die Karte und Hotel. Ihr müsst mir bloß noch sagen, wenn ihr noch was bekommt von mir. Nee, Hannes, das passt schon so. Alles, was da drin ist. Der Ramses ist nämlich schlau, der geht auch nie zur Bank und hebt Geld ab. Der sagt einfach zu den Leuten, gebt mir euer Geld. Und dann schicken die da was und dann sieht es ungefähr so aus. Und dann habt ihr da 100 Euro im Briefkuvert für die Adi-Schatz-Katze natürlich. Nein, das hat alles seinen Grund natürlich, weil der Hannes, der will ja mit uns nach Berlin und der hatte jetzt nicht so viel Geld, damit er da sich ein Hotel und die Karte und alles und dann habe ich das natürlich erstmal vorgestreckt, damit es auf jeden Fall passt, dass wir ein Hotel kriegen, noch ein günstiges und damit das auch passt, dass er auch sein Ticket bekommt und ich hätte es ihm sogar geschenkt. Ich hätte sogar gesagt, ach komm Hannes, wir laden dich ein, aber Hannes sagt, nix da, ich bezahle das, nächsten Monat ist das wieder anders, ich habe jetzt heute dieses Mal so viel und dann dort und jetzt hat der Hannes das trotzdem wieder auch zurückgegeben, finde ich auf jeden Fall cool, ne? Man kann Geschenke machen, ein Ehrenmann macht Geschenke und der weitere Ehrenmann nimmt die Geschenke nicht an und sagt, muss nicht sein, Bro, das erlebst du nicht nochmal. Trotzdem Dankeschön Hannes, jetzt habe ich wieder Geld und kann wieder einkaufen. Und danke für diese zwei super D-Max Biere. Das war's eigentlich auch schon. Der Adi ist schon wieder abgehauen. Adi, was machst du da? Der liegt die ganze Zeit da hinten. Ich weiß nicht, was der da macht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt ihr die Biere D-Max? Kennt ihr noch spezielle andere coole Biere? Wenn ihr was habt, könnt ihr mir gerne schicken. Schreibt mich an, wenn ihr wollt, dass ich mal was teste für euch, damit ihr wisst, wie das schmeckt bei mir. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.